Es wird mal wieder Zeit für ein paar unheimliche Geistervideos. Also, hier sind drei davon. Viel Spaß beim Zuschauen. Nummer 1. Versteckt in der Dunkelheit. Der bekannte mexikanische YouTuber Ricky Velasquez besucht ein altes, verlassenes Gebäude mit einer unheimlichen Geschichte. Das Haus soll vom Geist einer Frau und ihrem Kind heimgesucht werden. Bei seiner Untersuchung ist Ricky nicht alleine. Er hat Unterstützung durch seinen Freund, welcher mit ihm nachts durch das Gebäude geht. Dokumentiert wird das Ganze über einen Livestream, und als Ricky dabei ist, alles vorzubereiten, sieht er etwas, was die beiden schon zu Beginn verängstigt. Sí, sí, entiendo. ¿Por qué? Porque las energías tanto se pueden llegar a tu persona. Sí. Porque tú. Ey, 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 ey. Joder. Aquí. Eine schattenartige Gestalt in der Größe eines Kindes läuft ins Bild und verschwindet genauso schnell wieder im Dunkeln. Die beiden rennen sofort hinterher, um nachzusehen, was das war. Doch sie finden gar nichts. Als sie sich ins obere Stockwerk begeben und auf den Holzbalken der fehlenden Decke des Untergeschosses balancieren, bemerken sie etwas, was ihnen zeigt, dass sie nicht alleine sind. Hola. Qué lugar, eh. Cuidado. ¿Qué fue eso? Por ahí anda el niño, eh. Está. Órale. No mames. Jaguar. Dime que no estoy loco. Dime que sí lo escuchaste. Claro que se escuchó el llanto. Die beiden können nicht herausfinden, woher die Stimmen kamen. An dieser Stelle bittet Ricky die Präsenz, sich ihnen zu zeigen. Und das tut sie. Niño, algún espíritu o alma demonio que se encuentra en este lugar, manifiéstate. Ein Kind läuft den Flur entlang, doch die beiden scheinen es in der Dunkelheit gar nicht bemerkt zu haben, bis Ricky die Nachrichten der Zuschauer im Livestream-Chat liest und sieht, dass sie versuchen, ihn zu warnen. Pasó corriendo, pasó corriendo. Pasó frente a mí? No. ¿Tú viste algo? ¿Te gustaría liberar? Me siento culpable, Ricky. ¿Pero te gustaría? ¡Uy, qué! ¿Qué tienes? ¡Eh! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Qué? Eine Hand scheint den Nacken von Rickys Freund aus der Dunkelheit heraus zu berühren. Bis zu diesem Moment bleibt er wirklich relativ gelassen, doch dieser Vorfall wurde ihm letztendlich zu viel und die beiden beschließen, den Ort zu verlassen. Ich betone noch einmal, die beiden wurden live in einem Stream von Zuschauern beobachtet. Eine Videobearbeitung ist also ausgeschlossen. Also, haben die beiden hier etwas Übernatürliches auf Kamera festgehalten? Ihr entscheidet. Nummer 2. Eingesperrt. Tyler Rowe, ein Angestellter in einem amerikanischen Supermarkt, berichtet davon, dass er an seinem Arbeitsplatz im Lagerbereich jeden Morgen zur selben Uhrzeit, nämlich um 9.02 Uhr, lautes Klopfen aus dem Kühlraum hört. Er filmt das Ganze in einem kurzen Clip. Freezers better not rest. Is there a light?
Is there a light in here? And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. Die lauten Geräusche sind deutlich zu hören, aber was viel unheimlicher ist, die große Stahltür des Kühlraumes wird mit einer unglaublichen Kraft aufgeworfen, obwohl niemand da ist. Auch der Raum selbst scheint vollkommen leer zu sein. Ich finde, die Wucht, mit welcher die Tür geöffnet wird, spricht gegen jegliche Draht- oder Seilmethoden, um dieses Video zu faken. Und es ist wirklich unheimlich. Aber was sagt ihr? Nummer 3. Besessen. Der Geisterjäger Brian Mack und seine Kollegen besuchen das extrem heimgesuchte Haus The Cage in Essex, England. Das Haus hat eine dunkle Vergangenheit, denn es diente über 400 Jahre lang als Gefängnis für Frauen, die der Hexerei beschuldigt waren. Das Haus ist bekannt als das aktivste Spukhaus in Großbritannien und sowohl Brian als auch viele andere Geisterjäger und Besucher wurden Augenzeugen von wirklich unheimlichen Ereignissen im Haus. Doch was Brian und seine Kollegen in dieser Nacht erlebten, war für sie der gruselige Höhepunkt ihrer Untersuchung. Das Team versucht mit einer Seance Kontakt zu den verstorbenen Frauen aufzubauen, die hier als vermeintliche Hexen festgehalten und hingerichtet wurden. Als Brian die Aufzeichnung der Kamera von einem anderen Raum aus beobachtet, bemerkt er etwas Gruseliges an einer der Frauen seiner Gruppe. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Ihr Gesicht scheint sich zu einer unheimlichen Fratze zu verändern. Ihre Nase wächst und ihr Mund öffnet sich zu einem bizarren, unmenschlichen Grinsen. In Sorge um sie geben sie ihr Bescheid, dass sie sich zurückziehen soll und sie verlässt den Raum. Nach der Seance entdecken sie Kratzspuren an ihrem Nacken, obwohl sie mehrere Schichten Kleidung anhatte. Einige Zeit nach dem Vorfall berichtet sie von verstörenden Albträumen und unheimlichen Ereignissen in ihrem Haus. Also ist das Ganze eine Besitzergreifung durch eine bösartige Präsenz, die auf Kamera festgehalten wurde? Ihr entscheidet.